Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Und zwar, wie ihr seht, haben wir hier das Gimbal. Das Hohem iSteady V2 ist ein bisschen kleiner als die normalen Gimbals, also eher so in die Größe von den kleineren Gimbals von Hohem. Hier haben wir die Besonderheit, dass wir eine Kamera drauf haben. Wir haben jetzt gerade das Unboxing gemacht. Ihr habt eine Anleitungskarte mit bei, ihr habt eine Bedienungsanleitung mit bei, ein USB-C-Kabel habt ihr mit bei, der halt USB-C zu USB-C ist, mit einem Adapter von USB-C auf Normal-USB, also USB-A. Eine Tasche habt ihr mit bei, das Gimbal habt ihr mit bei und dann hier habe ich schon rangeschraubt die Verlängerung bzw. den Ständer. So, dann können wir das auch mal wegräumen. Die App ist die gleiche, ist die Hohem Pro App, wie von den größeren Gimbals. Und wir werden das jetzt einfach mal so gucken, laut Anleitung, ob wir das jetzt so eingestellt bekommen, wie es sein soll. Wir sollen es erstmal aufmachen. Dafür nehmen wir das hier hoch. So. Also wir müssen hier unten einfach nur das abziehen. Ich zeige es euch nochmal. So, ich zoome mal ein bisschen ran, dass ihr das sehen könnt. Das ist halt sehr kompakt gemacht. Und ihr müsst einfach nur hier die Bodenplatte so ein bisschen abziehen. Das ist auch die Handyhalterung. So, und dann ist es locker. Das finde ich auch das Tolle bei Hohem. Die haben hier überall so Aufkleber drauf. 1, 2, 3. So, und laut Anleitung sollen wir es dann, haben wir so auf. Und dann sollen wir das hier oben aufmachen. Können wir das zumachen? So. Ich stelle mir das mal lieber so hin. So. Macht sich halt auch besser für das Einstellen. So. Und ich muss erstmal Bluetooth anmachen. Fällt mir gerade ein. Bluetooth. Post. Oh, die Post ist gleich da. Also nicht wundern, wenn es gleich klingelt. Die große geht dann schon ran, die weiß Bescheid. So. Und wie rum machen wir das jetzt am besten? Es ist egal, welche Richtung. Ich mache dann einfach mal so, dass ich die Tasten hier oben habe. So. Aua. So, eigentlich macht man auch mit ohne Gummihülle. Aber es geht halt auch mit. Mal kurz die Gummihülle ab. So, und dann einfach hier runterdrücken, hoch. Und es geht halt nicht ganz hinten in die Kerbe rein, weil man zu groß ist. Und dann müsst ihr euch das so hinstellen. So. Und das ist noch nicht ausbalanciert. Wir müssen nur ein Stück weit rüber. Das ist zu weit. Also da müsst ihr auch aufpassen. Das ist wichtig, dass ihr das ausbalanciert habt, um die Motoren halt nicht zu über anstrengen. Fast gerade. Ja, ist gerade. Ja, minimal. Minimal. Dann machen wir nochmal. Millimeterchen. Ja. Perfekt gerade. Perfekt. Geht auch Kreis. Also kann ich auch drehen. Kommt hier unten nicht gegen. Super. So, jetzt, ja, das ist halt ein bisschen doof mit der Draufsicht. Moment, ich werde mal switchen.
So, ich habe mal geswitcht. Jetzt habt ihr das, könnt ihr das so sehen. Also ist eigentlich perfekt ausbalanciert, ist gerade. Und jetzt müssen wir das mit Bluetooth. Bluetooth ist ja an. Jetzt machen wir erstmal das Gerät an. Habt ihr gehört? Es ist an. So, jetzt im Handy. Bluetooth. Und er sucht gerade ein Samsung, noch ein Samsung-Fernseher. Ist es das SV2? Ja, SV2 und den Nummern, genau. Hier steht nicht iSteady, hier steht SV2. Koppeln. So, wir sind gekoppelt. Dann können wir in die App reingehen. Start. Und es funktioniert. Klicke hier für Kamera, klicke hier für Beauty-Filter. Ich brauche keine Drecks-Beauty-Filter, ich mache ungeschnitten. Klicken Sie hier, um die Gestensteuerung zu aktivieren. Ja, das wollen wir hier. Oh, das zeigt sich nicht sehen. Mehr Einstellungen. So, Gestensteuerung an. So, drehen wir mal die Kamera auf mich. Gestensteuerung an. Fotomodus mit der. Ah, seht ihr? Und gleich einkalkuliert. Gleich sucht er, wo ist mein Gesicht? So, das ist für oben. Ah, okay, das ist anders. So. So, Gestensteuerung. Off. On. Okay. Aufnahme starten, Aufnahme stoppen. Einstellungen. Ja, wir haben hier genau das gleiche wie sonst halt auch. Ich habe die App ja schon mal vorgestellt. Halt die Qualität halt einstellen. So, Bildgröße. Normal. 16 zu 9. Timer. 3 Sekunden. Das Glitter. Was ist denn das Glitter? Kreuz. Ach. Gitter. Aber da steht doch Glitter. Oh Mann. Er ist ein bisschen klinisch im Kreuz. Keins. Zoom-Geschwindigkeit 50. Objektkamera, Fotokamera, Rückkamera. So. Der hat auch gleich erkannt. Also ich brauchte jetzt nicht hier. Ich habe einfach nur die Geste gemacht und dann hat er gleich mein Gesicht anvisiert. Voll geil. So, das ist jetzt erstmal die normale Steuerung über die App. Da wollen wir ja raus. Wir wollen ja eigentlich die Kamera oben drauf benutzen. Ach, da oben ist der Knopf.
Ah, okay, gleich drinne. Zwei Daumen soll ich zeigen. Haben wir noch ein Licht. Ist ja geil. Also das ist jetzt nicht entscheidend, das Fotolicht. Wenn ich jetzt hier drauf halte. Er verfolgt mich. So. Schalten wir nochmal aus. Ah, jetzt. Jetzt macht er ein Foto, nee, ein Video. Jetzt macht er Stopp. Ja, die sind anders, die Gesten jetzt als bei dem anderen Modell. Ja, jetzt. Ich muss Doppeldaumen hoch machen, damit er halt aufnimmt. Und Hand für Stopp. Macht mit einem. Jetzt macht er hoch hier. Und Stopp. Also vorher war es mit der Hand an und auch wenn ich so gemacht habe, aus. Jetzt ist es halt bei der Geste, also ich nutze jetzt gerade die Gestensteuerung von der App. Da hat sich ein bisschen geändert. Beziehungsweise, nee, ich hatte letztens die andere App. Was haben wir noch? Und, okay, haben wir auch. Da passiert nichts. Nee, der macht hier wirklich nicht. Und auch nicht umwechseln. Also in der anderen HOLM-App ist es so, wenn ich die Faust zeige, dann wechselt davon in den Kameramodus. Also von Video auf Foto oder halt umgedreht. So, jetzt werden wir mal hier rausgehen. So, mal raus. Ihr seht, ich bin jetzt nicht mehr in der App drin. Ich kann euch das auch zeigen. So. Da, ich bin nicht mehr drin und dadurch reagiert es jetzt auch nicht mehr. Ich starte jetzt einfach mal. Ne. Ist der Bildschirm ausgegangen? Ist doch nicht. Kruzifix und Türken. So, jetzt starte ich einfach. Das ist die ganz normale Kamera-App. Da ist jetzt nichts anderes. Muss halt nur einmal wechseln. So. Und seht ihr? Das ist die ganz normale Kamera-App. Die wird halt für den ganzen Bildschirm benutzt. Ja. Oh, ich habe aus Versehen ausgeschaltet. So an. So. Ich kann immer noch hier steuern. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck vom Gimbal. Ich will ja eigentlich, dass es mich verfolgt. So, ich stelle das mal hier hin. So. Und ihr seht, ich bewege mich.
Es verfolgt mich nicht. Jetzt machen wir es hier oben einfach mal an. So. Seht, er verfolgt mich. Jetzt ist hier meine Kamera wieder ausgegangen, also mein Bildschirm ausgegangen. Und ich bin in der normalen App drin. Ist ein bisschen ruckiger als mit der hohen App. Ich werde mal gucken, ob ihr das hier so ein bisschen sehen könnt. Ich werde mal ranzoomen. So. Seht ihr das? Ist halt ein bisschen ruckliger. Und irgendwie passt er sich nicht richtig. So. Der macht mein Gesicht immer zu weit runter. Green, Red. So, da kann ich das Licht dann enable tracking. Ah, okay. Wenn es grün ist, ist enable. Disable ist rot. So, also jetzt habe ich kein Tracking drauf. Und wenn ich jetzt aber die Gestensteuerung mache, okay, dann leuchtet es oben grün. Und dann habe ich hier wieder eine Gestensteuerung. Also eine Verfolgung, aber die Verfolgung, so, na, bleibt doch so. So, hier mit dem kann ich Foto machen. Habt ihr gehört? Doppelklick. Gedrückt halten. Ein, zwei. Drei, vier. Ein, zwei, drei, fünf. Drei, drei, vier, fünf. So, ein Foto gemacht. Gleich kommt das Geräusch. Oder diesmal auch nicht. Jetzt haben wir es in den Selfie-Modus gemacht. Da brauchen wir einfach den Power-Knopf einfach nur einmal kurz drücken. Also den, der es anmacht. Das funktioniert sehr gut. So, und da hat er. Ja, da trackt er, also in dem Modus trackt er sehr gut. Da bin ich nicht zu hoch, nicht zu tief. Aber hier will er immer, der will mich immer anvisieren. Warte, mal gucken, dass er das so ein bisschen Ruf kriegt. Dass, so. Könnt ihr das sehen? Also ich bin immer. Jetzt ist die Kamera wieder. Das ist die normale Kamera, ab wenn ich nichts mache. Ich bin halt. Die Hälfte von meinem Kopf ist abgeschnitten. Also.
Im Selfie-Modus ist es super, aber in dem normalen Modus. Respekt zu weit hoch. Jetzt, ja genau, bleib so, bleib so. Ja, so, super. Warte mal, ich guck mal, was passiert mit dem Doppeldaumen. So. Kann er die erkennen? Ach so, das ist für den Selfie-Modus. Muss man die Hand umdrehen irgendwie. Einmal mit dem Handrücken und einmal mit der. So. Ich habe zu dicke Finger. Da soll er eigentlich in den Selfie-Modus wechseln. Thumbs up, Switch and Lens Cap Mode. Ja, und dann soll er wieder zurück switchen. Ich gehe jetzt aber mal wieder in die Hohem-App rein. So. Weil dadurch habe ich dann halt. Oh, Kamera, aber. Also innerhalb der Hohem-App trackt er ein bisschen besser. So. Ne, so rum. Warte mal, den switchen wir mal selber um. So, und jetzt gucken wir mal mit Daumen hoch, Doppeldaumen hoch. Das funktioniert. Das funktioniert nicht. Also ich soll halt praktisch zwei. Oh, jetzt macht hat. So. Macht das wieder nicht. Also da gibt es noch ein paar Problemchen. Ist aber auch an die grüne Lampe. Jetzt sagt er mir wieder, achso, wenn ich raus bin aus dem Bild und der mich nicht findet mit dem Kopf, dann wird es automatisch rot. So, jetzt bin ich auch wieder mittig. Aber die hat so einen leichten Drall, damit sie halt so ein bisschen. Also im Hohlkranzmodus geht's, aber. Ja, gut. Also mit der Gestensteuerung über die obere Kamera funktioniert halt nicht immer. So, jetzt muss ich mal die Anleitung gucken. Seite 39.
Querformat. Daumen nach oben. Hochformat. Daumen nach rechts. Ich denke nach unten. Hier steht doch nach unten. Ne, nach rechts. Das habe ich gemacht und intelligente Verfolgung. Ja, an- und ausschalten. So. Zwei Daumen nach oben. Zwei Daumen nach oben. Ach. Mann. Ach so, der ist hier wieder aus, so. Ist er wieder aus? Ach. Also irgendwie schaltet er sich immer beim Drehen danach aus. Also die obere Kamera. Also da muss auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit drin gesteckt werden. Das Prinzip finde ich wirklich erste Sahne. Also im Prinzip, wie gesagt, finde ich erste Sahne. Wir sind jetzt nicht mehr auf irgendeine App beschränkt. Wir können halt auch jede normale App nehmen. So, ich das ausschalte. Kann ich die Helligkeit dann machen? Foto. Bitte beenden Sie zuerst. Bitte beenden Sie erste Aufnahme. Achso, ich habe eine Aufnahme laufen gehabt. Wie kam die denn zustande? Ja, das funktioniert natürlich mit der App, die hat viel mehr Rechenpower, funktioniert das natürlich wesentlich besser. Da bin ich wieder richtig zu sehen. Ja, da habe ich zwar auch Gestensteuerung drin. Aber leider ist im Handbuch zu der normalen Gestensteuerung nichts zu finden. Also von der App. Nee, das müsste man dann in der App nachlesen, aber ich finde jetzt hier auch nichts, was man hier, sehr kurios, naja, der Gimbal ist auch gleich leer vom Strom.
funktioniert auch nicht. Also Aufnahme starten und so macht er jetzt hier in der App auch nicht automatisch. Ich werde das Gimbal mal laden und dann nochmal versuchen. So, wir sind jetzt auch aus. Trotzdem haben wir noch die grünen Lichter von der App. So. Also eine gute Idee, die auch teilweise gut funktioniert. Ich müsste das dann halt mal mit meiner Tochter noch versuchen und so, mit meiner Frau, ob es da das Gleiche ist. So, eingerastet. So. So. Kleines Schnuckdetail. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass ich das nochmal komplett lade jetzt hier und dann mal probiere, ob es dann vielleicht besser ist. Weil die Gestensteuerung über die App funktioniert wirklich normalerweise sehr gut. Diesmal gerade irgendwie nicht. Da ist normalerweise ist das Aufnahme starten und Aufnahme, wenn ich den nochmal mache, Aufnahme stoppen und das ist halt praktisch den Modus wechseln von Kamera, Foto zu Video oder von Video zu Foto, je nachdem wo man ist. Was haben wir denn hier oben noch? Ach ne, das ist nur das Logo, ich dachte hier jetzt irgendwie off oder so. Doch, geht auch. Aber ich fummel da jetzt lieber nicht dran rum. Schwer zu sagen. Also wie gesagt, die App hat eigentlich sonst immer gut funktioniert. Was jetzt da gerade das Problem war, warum die Gestensteuerung nicht so wirklich funktioniert hat. Keine Ahnung. Ich muss nochmal nachlesen. Vielleicht hat die App ja eine andere Gestensteuerung als die anderen Apps, also mit anderen Zeichen. Ich weiß es nicht. Also bei der oberen Kamera hat es wirklich gut funktioniert. Da hat es wirklich gut funktioniert. Ich habe gesagt, starte die Tracking, hat er sofort die grüne Leuchte angemacht. Habe gesagt, was war das? Stopp das Tracking, dann hat er das Tracking gestoppt. Und mit dem Umdrehen der Kamera, also auf der Seite, nach oben, das ist eher suboptimal gelöst, also da würde ich mir was anderes wünschen. Das erkennt er, also die Bienen erkennt, also die ersten Bienen erkennt er sofort. Einmal so, zack, gleich grüne Lampe an, aus, sofort, aber mit dem zwei Daumen so und dann hoch, also das erkennt der nicht, also ich weiß nicht, ob es jetzt an meinen dicken Fingern liegt oder so. Jedenfalls hat er da wirklich arge Probleme. Das hat dann vielleicht mal, habt ihr ja gesehen, ein paar Mal hintereinander gemacht, aber dann halt wieder nicht. Ja. Qualität der Videos, Fotos hängt natürlich von eurer Kamera ab, die im Handy verbaut ist. Da brauchen wir uns nicht vormachen. Ja, jetzt muss ich erstmal ein bisschen testen. Also ich werde auf jeden Fall dann noch ein Fazit machen, aber ich muss den jetzt erstmal laden und testen, weil das ist ein bisschen sehr kurios, würde ich sagen. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt ach, oh Gott, Entschuldigung. Ahoi, sagt euer Odin.